Liebe Leute, es gibt einen neuen Bluepost. Blizzard hat ja eigentlich gesagt, dass der neue Server, der am 21. kommt, sehr nah an dem 2019er Release ist. Bedeutet Debuff-Limit, Buff-Limit, keine Instant-Mail, kein Dual-Spec. Ja, die wollten ja ein authentisches Classic nochmal rausbringen. Aber die Spieler haben sich, ich würde nicht sagen beschwert, aber die haben sehr, sehr viel Feedback gegeben auf Reddit und Co. Ja. Und Blizzard ist ein bisschen zurückgerudert. Zurückgerudert? Kann man das da sagen? Naja, auf jeden Fall würde es drei Sachen geben mit dazu. Und zwar ist das Instant Mail, wenn ihr Chars auf demselben Account habt. Ja, wenn ihr von einem Main auf einen Twink was schicken wollt. Dann kein Buff- und Debuff-Limit und Dual Spec. Dual Spec, super gut. Ja, bin ich ein großer Freund von. Instant Mail, super gut. Großer Freund von. Debuff- und Buff-Limit kann problematisch sein, weil durch das Debuff- und Buff-Limit, dadurch, dass es weg ist, erstmal gute Sache, sind die Bosse, die sowieso schon sehr, sehr leicht sind, noch viel leichter. Aber dann ist man ehrlich, ob man jetzt 30 Sekunden auf Ragnaros raufhaut oder 20 Sekunden, es macht keinen Unterschied. Ne? Im Großen und Ganzen würde ich sagen, das ist eine gute Änderung oder drei gute Änderungen. Ne? Schreibt mal rein, ob ihr das gut findet. Also es wird auf jeden Fall, wie dabei steht, Dual Spec wird später kommen. Na, es wird nicht sofort dabei sein, das kommt später. Ja, das war's. Tschüss.